Wir müssen da schon wieder rechts an der Tanke. Achtung, Gegenverkehr. Und Gegenverkehr hat man auch noch, stimmt. Ja, der Gegenverkehr meint es gut mit seiner Spur. Habe ich gerade so gemerkt. Immer, ne? Das ist irgendwie immer total blöd bei mir. Wenn ich die Motorbremse benutze, fange ich entweder das Hupen an oder ich gebe Lichthupe. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht mehr die Scheibenwischer anmache. Oh ja, 198. Am längsten hat es gedauert. Aber zwei Folgen werden das nicht, glaube ich nicht. Das werden doch. Ah, wir sind schon bei zwei Folgen. Ja. Für also wenn zwei ich. Wird das ein bisschen lang. Ja. Ich bin jetzt bei 40. 20 Minuten sind zwei Folgen. Ich möchte immer 20 Minuten machen und es werden doch immer irgendwie 25. Also ja, das ist normal, das ist ja. Aber deine Videos, da brauchen wir uns ja gar nicht zu diskutieren. Da kann man sich ja eine halbe Stunde aufrufen. Sagen wir so, ab 20 Minuten denke ich dann immer mal drüber nach, aufzuhören. Entweder höre ich dann gleich auf oder okay. Ich mache halt nur 4-5 Minuten. Okay. Ja, aber gerade wenn du jetzt bei dir im Flugsimulator, wenn du da in der Luft bist, das ist Bei Flugsimulator gucke ich dann immer, dass ich so 3 Folgen pro Flug hinkriege. Mhm. Halt. Genau. Guck euch nach Rügen mal auch 3, ne? Mhm. Das werden hier auch 3 Folgen werden. Wie weit haben wir es noch, Ufo? 170. Ja, das wären noch 3 Folgen. Wir hätten das fliegen sollen, dann wären wir schneller gewesen. Ha. Dann wär's aber nur halb so lustig. Was? Ich hätte einen schönen Hook genommen, da hätten wir alle Ladungen eingebracht. Oder ich meine Triple 7. Genau, oder die Transall. Ach Uwe, ich hab heute Morgen auf YouTube die letzte Landung von Air Berlin geguckt. Ja? Boah, das hat mich so ergriffen. Ich habe am Freitag auf Samstag mir bis um 12 Uhr nachts die letzte Landung der Air Berlin angeguckt. Wie viele tausende Menschen da auf dem Flugplatz waren, das war irre. Und dann nachher am Ende die Begrüßung noch mit der Feuerwehr mit dem Wasser, ja. Das ist, ja. Boah, das hat mich, Wahnsinn, das hat mich so ergriffen. Jetzt sind halt ein Haufen Leute arbeitslos. Ja. Ja, das Schlimme ist halt einfach, dass sich die Lufthansa und so die besten Eurowings, Leute rausbringt. Die wollen sich nur die besten Leute rausbringen. Und das für einen Hungerlohn. Und die Piloten machen das aber nicht mit, weil die wollen ins Ausland, da kriegen das dreifache an Geld. Tja, dann sollten sie sich mal überlegen, was schief läuft. Ja, aber warum ist die Air Berlin jetzt pleite gegangen? Das habe ich immer noch nicht so verstanden. Doch, das haben sie doch in dem Bericht, wenn du den von Anfang an gesehen hättest. Ja, den von Anfang an ist denn nicht auf YouTube, also habe ich noch nicht gefunden auf YouTube. Achso. Da wird das komplett beschrieben. Ja, kannst du das mir das vielleicht kurz ein wenig auch noch näher ein bisschen erläutern. Rätselhaft. Ja, das können wir. Aber ich denke halt einfach mal, dass sie über zu lange Zeit zu günstige Preise gemacht haben. Ja. Weil ich frage mich immer noch, wie sich ein Flug rechnen kann von Nürnberg nach Wien mit einer Dash 8, wo jeder Fluggast 20 Euro bezahlt. Davon ist bestimmt noch nicht mal der Treibstoff bezahlt, den das Flugzeug auf der Strecke verbraucht. Glaube ich auch nicht. Wenn da 70 Leute drin sitzen. Was die dann so da erzählt haben, wie viele Menschen da einfach nur mitgeflogen sind, nur um nochmal bei diesem letzten Flug dabei zu sein, was die da vor allem bezahlt haben. Die haben horrende Preise bezahlt, um nur nochmal mitfliegen zu dürfen. Da kann ich mir gut vorstellen, ja. Kaum geht's den Beinen unter schlecht, der Tacho über die 70 raus. Naja, bei mir. 75. Jetzt rollen wir wieder aus. Das war schon ein ergreifender Moment, wirklich war du. Naja, ich muss mal gucken, morgen hätte ich eventuell ein wenig Zeit. Vielleicht schmeiße ich nochmal meinen Flugsimulator an. Ich habe ja noch die 737-800 in der Berlin-Lackierung. Und vielleicht, ich habe ja schon den Flug gemacht, mein erstes Flugsimulator-Video. Mhm. Tegel, München. War das ein Zeichen?
dann fliegen wir halt wieder München-Tegel. Ganz genau. Und vor allem die Flugroute war interessant, die haben sie ja gesagt, ne? Ja, ja, die sind ja nochmal über Berlin eine ganze Zeit geflogen. Die haben ja eine Stunde verspätet, also was heißt Stunde verspätet? Nee, nee, du bist die Flugroute, meine ich. Und zwar von München über den Bayerischen Wald, über Chemnitz, Leipzig, Spreewald. Das ist die normale Route. Und dann, ich habe gedacht, die fliegen hier einfach quer durch, aber das sind ja diese sogenannten Flugstraßen, ne? Das sind die Airways halt. Ja, ja. Die Luftstraßen. Ja, was ich halt auch gehört habe, was halt wahrscheinlich mit diesem Herz, was die über Berlin geflogen sind, zu tun hat, ist, dass halt die Landung sich um eine Stunde verspätet hat. Ja, ja, genau. Der ist ja mit 300 Fuß hoch noch einmal über Berlin geflogen. Und weißt du, was der gemacht hat, Fabi? Es war übrigens eine Sie. Ne? Es war übrigens eine Sie. Vorne rechts, nur kurz zur Info. Der hat über, wie er gelandet ist, ist der die komplette Taxiway am Flughafen außenrum nochmal gefahren. Die komplette außenrum, weißt du, wie lange das gedauert hat, bis der kam? Lang. Oh, das war interessant, echt, das war toll, du. Wie ich schon sagte, Uwe, es war eine Sie und kein Er. Der Pilot, oder was? Es war eine Pilotin. Ach so. Wusste ich jetzt bis jetzt noch nicht, aber... Nee, es war eine Pilotin, die diesen letzten Flug gemacht hat. Die hat in dem Bericht war ja auch die letzte Ansprache da mit drin. Haben sie ja auch gezeigt. Genau. Oh Gott, da kommt ein ganzer Konvoi. Entgegen oder mit uns? Entgegen. Ah, gut. Ja, das werden wahrscheinlich diese 367 sein. Oh, der hat wieder ein anderes Add-on, da habe ich die Ladung nicht gesehen. Das kann aber nicht sein, eigentlich. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Hä? 58. Das war gar 60. 68 habe ich, Entschuldigung. Wollte ich doch gerade sagen. Das kommt auch gut mit 3 Folgen hin sogar. Weil sonst müsste ich eigentlich noch mal tanken. Ach, der hat ja so wenig. Ich hab halb voll. Halb voll hab ich. Ich hab ja dort in L.A. erst getankt. Ich hab ja auch in L.A. getankt. Ich auch. Ich hab noch für 1500 Meilen Sprit. Sag mal, wo ist denn der Fabi jetzt noch? Du bist aber jetzt... Hast du jetzt ja in deine... Nitro-Einspritzung hier gezündet, oder? Ja, die nicht vorhandene. Ich sehe den nimmer, du. Ich sehe nur noch dich, den Fabi habe ich schon lange aus dem Ja, Augenfeld. Ich auch nimmer. Ich habe noch Sprit für 460 Meilen. Ja, Sommer, jetzt das kommt ihr. Das ist der, das sind die Schaltgetriebler. Ja, ich habe hab das Fall Zeug oben rausgeblasen zur Hypipe, ja, was soll's. Das war mir klar. Und dann siehst du, Uwe, dass mein MAN Qualme tät. Meiner qualmt nicht, das fand ich. Der hat ja nicht gequalmt, der hat das Zeug flüssig hinausgespuckt. Danke. Ach, deswegen musste ich die Wiffe immer zu laufen unter mein Auto. Das ist gut, Alter. So geht es nicht weiter. Ich musste mir ansonsten Mikroblätter bezahlen, das soll ich da. Ja. Vor allem haben die sich durch den Sprit schon aufgelöst. Aber wirklich. Deine Wischergummis. Da kratzt immer nur so das Plastik über die Scheibe. Da kratzt nur auch das Metall über die Scheibe. Der Uwe steht ja auf einmal vor mir. Ja, Maschine ist sie. Passiert? Maschine ist sie. Wieso denn das? Muss man sagen, was der will. Was will der von mir? Ey, der ist kaputt. Steht der jetzt oder was? Nee, der fährt schon wieder, weil der ist auf einmal mitten auf der Strecke stehen. Ja, die ist ausgegangen. Der hat einen Schaden irgendwo, ich weiß noch nicht. Das war wahrscheinlich der Telegrafenmann. Nee, ich bin ja nicht nachgefahren, das ist das Gute. Ja, dann verstehe ich es auch nicht. Und ich heiz vorne weg wie der Weltmeister. Ja, ach, jetzt leuchtet er auf hier, aha. Nicht mehr rot, gelb leuchtet er jetzt natürlich. Ich dreh mal wieder ein bisschen aufs Gas. Wir sehen dich ja noch nicht. Ich
Oder der hat jetzt, einen 18. Gang reingekriegt, der Fabi. Ja, ich glaube eher, dass er den 18. Gang reingekriegt. Ja, ja. Ja, ja. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt an. Jetzt bei ihm. Der Gang war geputzt. Wenn das jetzt, wenn das jetzt wirklich mit diesem Multi-Window, sondern mehr Perspektiven funktionieren sollte, Fabi, kann man das ja mal wirklich machen, dass man zu zweit ITS oder so aufnimmt und Liv und so weiter, und dann halt kann sich die Zuschauer aussuchen, ob sie die oder die Perspektive sehen wollen. Mhm. Müsste man dann halt nur herausfinden, halt wie es funktioniert. Ist halt immer ein zusätzlicher Aufwand für uns. Weil ich weiß halt Video nicht, zweimal rendern. Ja gut, jeder rendert ja sowieso für sich. Naja, ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn wir gesagt hätten, wir machen nichts, hätte ich meins nicht gerendert. Ja, stimmt. Für was auch? Hast du auch wieder. Ich hab's ja nur zur Sicherheit nochmal mitlaufen lassen. Tim, es geht rechts weg und ja, dann ja, ich links. Seh das. Aber gut, dass du es gesagt hast, sonst wäre ich gerade erst drüber getuckert. Ach, da kommt er ja schon. Ich hab etwas langsamer gemacht, jetzt sei er schon da. Jetzt steht er schon wieder. Jetzt dreh die Sau schon wieder durch, hier. Hä? Na? Will das noch was, oder? Warte halt ab, da kommt doch einer. Jetzt kommt der da aber nicht um die Kurve. Na, ich komme um die Kurve, bloß. Wenn die Kiste beim Bergauffahren durchrutscht, dann kann ich auch nichts dafür. Ja, weiß ich nicht, was du für Probleme hast. Ich komme da super hoch, im ersten, im dritten sogar, nee, im vierten sogar noch anfahren. Der zeigt bei mir schon 0 Kilometer, wir sind immer noch nicht da. Naja, aber gleich haben wir es geschafft. Was? Sagst du nichts, seit ihm? Nicht über die gelbe Linie kommen, du. Achtung, ich halt an. Weil ich nicht weiß, ob der Seuchenhainer da nahe fährt oder nicht. Du willst den wohl rückwärts rangieren? Viel Spaß, Fabi. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Er hat hier die Auswahlmöglichkeit. Ich will's nicht. Es sind drei Möglichkeiten sogar. Ja, nein, stimme mit dem Gespann hast du nur zwei. Ah, stimmt, weil es zu schwer ist rückwärts. Das gibt's auch. Ich häng gerade da hinten am Zaun. Jetzt zeichne einfach rum, das ist mir wurscht. Boah, der Anna heizt auch ganz schön um die Kurve. Jetzt ist er neu gefahren. Du Bauernsau, du! Der hat sich festgehängt, oder? Und zieh dich jetzt mit, oder was? Ey, stopp, Uwe, stopp! Jetzt kannst du. Oh, jetzt stellst du schon mal deine Ladung. Du bist gefahren, du Daniel, du Düsentrieb, oder wie der heißt, du? Oh Gott, geht's ab. Das war mir schon klar, wie der so um die Kurve geheizt ist, dass der nicht drum kommt. Also, ich hab abgesattelt. Ja, Uwe. Ausgezeichnet. Ach, Uwe ist zu faul, noch gerade neu zu fahren. Wow, ich habe Level 16 erreicht. Ich darf mir wieder meinen Punkt geben. Level 46. Der Tim lacht uns ein. Ich bin sein Freund davon geworden, alles durchzuskillen. So ein Trollo, irgendwo die Werkstatt. Der hat dir jetzt ganz schön die Fracht vermiest, oder? Naja, komm. Oder ist nur Schaden auf dem LKW? Nee, beides. Oh, ich hab 6% Schaden auf dem LKW. Das sind bestimmt alles nur die Reifen. So, nee, T muss ich drücken. Ich bin ja gar nicht in der Werkstatt.
Aber wenigstens anständig verabschieden tun wir uns, oder? Naja, verabschieden tun wir uns schon, jetzt nach einer Stunde. Aber ich will erstmal noch wenden. Ja, mach mal. Also ich bin jetzt Level 26. Bist du weiter Nach als wie ich, vor. weil ich bin 16. 44 bin ich. Naja. Ich war ja im EDS schon auf Und trotzdem 56. bin ich denn nicht davongefahren. Ja, mit deiner komischen Schaltung. Warte mal, ich kann noch ein Stück vor, da kannst du noch schön mit hinten an. Ui, 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 ui. Das war der Bordstein, naja, was soll's. Ach, was soll denn der Bordstein im LKW machen? Naja, ich Hast hab du schon. Platz, Tim? Jojo, Tim ich stell müsste noch mich mit jetzt. hinpassen. Ich stell mich jetzt hier vorne neben Uwe. Du sollst aber nicht, so wie wir gefahren sind, du Vogel. Ja, dann stimmt das schon gar nicht mehr, weil der Fabi dann vor mir Warum ist. stehst du dann vorne, Uwe? Naja, jetzt. Oh Mann. Weil ich als Erster fertig war, das ist doch klar auch der. Ja, du bist aber, hast auch den Cheat-Modus benutzt. Was für Cheat-Modus? Du hast dich setzen lassen, bist nicht vorwärts rangefahren. Ja, no, ich habe mich geärgert, weil der mir meinen Schaden, mein Zeug kaputt gemacht hat. Dann lass dich doch nicht immer so ärgern. So, Tim ist auch da. Der Und Tim Steve ist steht ein da, wie Chef. ist ein vollgeschissener Strumpf, aber egal. Ach, das wird schon irgendwie. Dann nimmt er noch seinen Motor an. Ich natürlich, wer sonst? Mein Kisten ist aus. Naja, dann haben wir es ja geschafft. Jo, dann hoffen wir, dass euch die Fahrt gefallen hat. Lasst gern mal einen Daumen nach oben da. Genau. Genau. Und wer noch nicht uns kennt, bitte abonnieren. Würden wir uns auch drüber freuen. Mal sehen, ob wir es jetzt in Zukunft schaffen, wieder öfters mal zu dritt oder sogar gar zu Das viert oder zu fünft. wäre geil. Ja, Auch mal sehen. zu dritt war es doch ganz lustig so. Wenn nicht gerade wieder der Fabi vorne wegfährt. Nee, die anderen, du bist du da immer alles Ich bin eh koordinierst. ein Hinterherfahrer, das habe ich immer gesagt. Ich bin immer hinten gefahren. Fabi bildet jetzt ab sofort das Schlusslicht. Ja, okay. Okay. Naja. Okay, also Leute. Also bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.